Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt. American Mac Cheese Alice. Oder wie ich das Spiel einfach gerne nur nenne, Alice. Ich hoffe, ihr habt Part 0 gesehen. Da habe ich euch ein bisschen was aus der Krankenakte von Alice vorgelesen, damit ihr ungefähr wisst, wie es um Alice steht. Aber nun würde ich sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Dann folgt noch ein Intro, damit ihr euch auch noch bildlich ein Bild davon machen könnt, wie es um Alice steht. Und ja, neues Spiel. Oh, ja, seit ich das Spiel zum letzten Mal angefasst habe, sind, boah, ich weiß es nicht, gute 7 Jahre her, oder ich weiß es nicht, deswegen, und weil ich auch sonst nie leicht nehme als Schwierigkeitsgrad, prinzipiell nicht, nehmen wir Mittel. Aufwachen, Schlafmütze! Teezeit! Also, was haben mein Hasenherz und dein Mauseschiss gemeinsam? Oh nein! Vielleicht bringt das Kaninchen sie mit. Rette uns, Alice! Dich, Alice. Wir sind spät dran. Du bist aber dünn geworden, Katze. Aber dein Grinsen tut gut. Und du hast eine gute Einstellung. Immer noch neugierig und lerneifrig, hoffe ich. Das Wunderland hat sich verändert. Wie soll ich mich zurechtfinden? Es ist besser, den Weg zu kennen, als herumzuirren. Also frag. Das Kaninchen kann dir raten. Und ich weiß auch, woher der Wind weht. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Lass los und vertrau dich dem Kaninchen an. So, nochmal hallo und willkommen zu Alice. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt endlich mal funktioniert, weil es ist jetzt ungefähr der 5. Versuch. Am Anfang hat mein eigentliches Aufnahmeprogramm gesagt, oh nee, das Spiel nehme ich nicht auf, such dir ein anderes. Dann habe ich mir ein anderes gesucht und ja, das macht auch so gewisse Probleme, aber ich hoffe, nun funktioniert es. Ja, wir sind Alice und wir sind da, um das Wunderland zu retten. Und wir sollen uns anscheinend dem Kaninchen anvertrauen, hat die Grinsekatze gesagt. Und hier sind jede Menge komische Typen, die uns irgendwas zu erzählen haben. Also hören wir dem mal zu. Unser Land ist zerstört. Unser Geist zerschlagen. Erinnert mich ans Irrenhaus. Alles so trostlos. Sklaverei und Glückseligkeit, das passt nicht zusammen. Ist der Weg schwer? Wage einen Sprung. Reite auf dem Wind. Okay, was ich mich schon immer gefragt habe, was ist da oben diese Apparatur? Für was kann die bitte da sein? Ja, das Ding rollt bloß immer hin und her und betätigt da diesen
Auslösemechanismus. Keine Ahnung, was das soll, aber ist auch nicht weiter wichtig. Die Katze hat gemeint, wir sollen auf den Wind reiten. Er meint so viel wie, hepp, hier rübergleiten. Hüte deine Zunge, Fremde, die Schergen der Roten Königin sind gnadenlos. Ich habe keine Angst vor ihr und ihren Kreaturen. Hatte ich noch nie. Man muss sich ihnen stellen. Aufbegehren lohnt nicht. Nur der Tod kann uns aus diesem Elend befreien. Oder ihr Tod, schätze ich. Meta-Essenz ist die Lebenskraft des Wunderlands. Die deiner Gegner ist sehr mächtig. Nutze sie weise. Aha, die Rote Königin scheint also unsere Gegnerin zu sein. Okay. Ja, und da, Meta-Energie. Lebensenergie des Wunderlandes und Alice Lebensenergie, könnte man sagen. Gut, was haben wir da? Ein Messer. Nehmen wir. Dein Messer ist nützlich, aber es reicht nicht. Sammle, was dir nutzen kann. Nur auf Ignoranz verzichte. Dann überlebst du. So, und wir haben die erste Waffe von Alice. Ihr Messer. Dem kann ich normal angreifen und ich kann es werfen. Passt auf. Zack. Ja, es ist zwar weg, aber nach einiger Zeit... Ja, habe ich es wieder in den Händen. Im Verlauf des Spieles wird Alice einige Waffen erhalten, beziehungsweise Spielzeuge, wie ich es auch gerne nenne. Und die werden wir alle gebrauchen. Alle sind so niedergeschlagen. Steht das wirklich so schlecht? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Bist du die Retterin, von der uns das Kaninchen erzählt hat? Wohl kaum. Ich bin auch nur ein Mensch. Und momentan möchte ich ungefähr so klein werden. Das hört sich nicht leicht an. Du solltest seitlich gehen, nicht vorwärts. Leider weiß ich nicht wie. Nicht dünn, klein. Ich möchte ungefähr so klein sein. In der Burg der Türen findest du eine Antwort. Aber es ist schwer, hineinzugelangen. Türen haben Schlösser. Für Schlösser braucht man Schlüssel und die hast du nicht. Wollen wir hoffen, dass die Türen offen sind. Wir sollten nicht länger wie eine Katze um den heißen Brei schleichen. Verzeih den Ausdruck. Nette Ausdrucksweise. Bitte vermeide sowas in Zukunft. So. Also wir müssen eigentlich dem Kaninchen folgen. Wo? Wo? Unser erster Gegner. Zack. Eine Spielkarte. Haha. Messer. Hallo. Zack. What the? Oh, ich wusste gar nicht mehr, dass das Spiel so brutal ist. Alles klar. Nee, aber wir müssen ja dem Kaninchen folgen. Wir sind aber zu groß, um da durchzukommen. Und die Katze hat ja gesagt, das Kaninchen weiß Antwort. Gut, dann müssen wir als erstes mal klein werden, um dem Kaninchen folgen zu können. Gehen wir mal hier weiter. Was ist hier unten? Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht. Manche wollen das gar nicht. Wo war jetzt die Katze? Ich habe sie nicht gesehen. Hier unten bin ich, glaube ich, falsch, oder? Ja, sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da in diese grüne Pampe falle. Ich weiß nicht, ob ich dann instant tot bin oder ob ich mich einfach nur verletze oder wie auch immer. Ich will es auch, wenn möglich, gar nicht herausfinden. So, wieder Energie. Und noch so ein Typ. Hi. Das Kaninchen sagte, jemand würde uns retten. Bist du das? Vielleicht. Kannst du mich in die Burg der Türen bringen? Oh nein, niemals. Seit dem Aufruhr sind wir nur mehr feige Irre. Ich wage mich kaum noch auf die Straße. Aber ganz unten in den Minen haust einer, der ist weiser, mutiger und freier als ich. Er kann dir helfen. Also zur... Der erste Schritt ist der schwerste. Blatt aber wahr. Auch hier. Also zur Burg der Türen müssen wir. Na, wie kommen wir da hin? Oh, Ladebildschirm erstmal. Pandemonium, da kommen wir jetzt hin. Ja, die Ladezeit ist ein bisschen lange. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade aufnehme. Ansonsten wäre das ganz bestimmt schneller. Aber ich hoffe, es dauert jetzt nicht so lange, dass es irgendwie störend wirkt. Ich werde da mal sehen. Wenn es in Zukunft immer so lange dauert, dann muss ich da irgendwie ein bisschen was rumschneiden oder... Mal sehen. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass die Aufnahme überhaupt endlich mal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
So, komm, du bist doch gleich soweit, Spiel. Komm, komm, komm. Ja, danke. So, wow, wie sieht das denn hier aus? Seile sind so gut wie Strickleiter, wenn man weiß, wie man sie benutzen soll. Die Dinge hier, meinst du? Okay, mal, hepp. Wow, ich bin durchgeflogen. Alice, was sollte das denn? Jetzt hat es funktioniert. Was ist das? Eine Art Portal. Ach so, ja, pass auf. Hier. Na, ein bisschen was hinstellen. So, ihr seht, Alice würde definitiv durch diese Gitterstäbe passen. Definitiv. Aber das Spiel sagt, nö, du kommst hier noch nicht durch. Alles klar, dann nehmen wir halt den anderen Weg. Wow, wow, wow. Hepp. Und abspringen. Oh, gut. Nicht da drin landen, Alice. Das Zeug sieht hässlich aus. Das willst du gar nicht. Hallo, wer bist du denn? Warum besuchst du mich an diesem einsamen Ort? Um von deinem Wissen zu profitieren. Der Einäugige ist König unter den Blinden. Wenn ich klug wäre, würde ich mich dann hier verkriechen. Ich bin nicht weise, nur alt. Ich möchte ganz klein sein, nicht größer als eine Maus. Wie kann ich das anstellen? Das ist alles? Klar, das geht. Es kostet dich allerdings was. Ich besitze nichts von Wert. Du bist gesund und stark. Ich längst nicht mehr. Ich habe zu viel Leid gesehen. Und ich rauche zu viel. Was muss ich tun? Im Lager der Kartenwächter gibt es in einem Rohdiamanten einen Schlüssel. Hol ihn. Dann wird dein Wunsch erfüllt. Einen Schlüssel muss ich also holen. Okay. Was hat mir hinten noch? Nichts mehr. Okay. Kann man einfach nur so hin. Alles klar. Ich glaube, Geheimnisse kann man hier gar nicht groß finden, deswegen, ja. Wo sind wir denn hier? Danger! Okay, vor was soll ich aufpassen? Keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Was ist das? Ach nee, eine Lore. Ich hasse Loren. Seit dem Spiel Mario Party 1 für die N64 hasse ich Loren. Wer das Spiel kennt, weiß eventuell wieso. Muss ich jetzt irgendwie bereit sein, um zu springen oder irgendwas? Moment, ich habe B, A, S, D, ich habe die Sprungtaste, ich habe die Maus. Falling Rocks. Ja, fallende Steine. Kann ich da irgendwie was tun? Nee, ich kann mich nicht mal umsehen. Okay, aber ich halte den Finger auf der Sprungtaste. Man weiß ja nie, ob ich nicht irgendwann reagieren muss. Ja, wow, wie das hier aussieht. Seht euch das an. Wow, ziemlich trostlos das Ganze. Danger, was hätte ich jetzt irgendwas tun müssen? Oder? Nee, Alice ist alleine abgesprungen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hallo, Gegner. Hallo, Gegner. Tschüss, Gegner. Gut. Kommen wir zurück? Nee, können wir nicht. So. Was ist das da vorne? Da leuchtet was. Was ist das? Spielkarten. Okay, sammeln wir auf. 32 Heb auf ist ein lustiges Spiel. Aber wenn alles durcheinander geht, ist das alles andere als lustig. Ja, Spielkarten. Das zweite Spielzeug von Alice. Moment, ich muss mal kurz nachsehen, wie man wechselt. Also mit den, ja, Zahlen. Sehr gut. Gut, wenn jetzt Gegner kommen, zeige ich euch diese Spielkarten auch gleich in Aktion. Ja, das sind Gegner. Ich kann sie als eine Art Maschinengewehr einsetzen oder das ganze, zack, Deck gegen den Gegner werfen. Und das macht ihm ziemlich guten Schaden. Aber ihr seht, links verbrauchen wir diese blaue Energie. Ups, ich habe keine mehr. Scheiße, wo ist mein Messer? Da. Ja, wenn ich da keine blaue Energie mehr habe, haha, tot. Dann kann ich die Karten nicht mehr einsetzen. Wow, ein großes Herz, das will ich haben. Was ist das hier eigentlich? Karo, Schaufel, Herz und da müsste hier Kreuz sein. Ja, die Spielfarben. Schön. Ja, da vorne ist schon das Ziel. Das müsste der Schlüssel sein, von dem der alte Typ gesprochen hat. Aber, Moment, bevor ich jetzt beende, muss ich noch was rausfinden. Wie kann ich schnell speichern? Ich glaube auf F4. Ja, dann kommt auch dieser kleine Tresor da oben. Gut, Leute, ich schneide hier. Das war's mit dem ersten Part von Alice. Ich hoffe, euch sagt das Spiel zu. Wenn ihr es nicht kennt, dann seid gespannt. Wenn ihr es kennt, dann sagt mir doch, findet ihr das Spiel gut, findet ihr schlecht, findet ihr es... Ja, ja. Würde mich interessieren.
Gut, Leute, das war's mit Alice für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.